Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie zu meinem Vortrag. Ich spreche heute nicht über fünf Prinzipien, wie ursprünglich angekündigt, sondern nur über vier Prinzipien oder Schlüsselprinzipien demokratie- und wertepädagogischer Arbeit im Kontext von DATS. Sie sehen, es wird keine Vollständigkeit der Prinzipien angestrebt. Bevor ich näher auf die einzelnen Prinzipien eingehe, möchte ich einige Vorbemerkungen machen, die den Zweck haben, meine Position im Zusammenhang der gegenwärtigen Debatte um Werte und Wertevermittlung in migrationsbezogenen Kontexten etwas zu präzisieren. Zunächst sollte ich vorwegschicken, dass ich schon seit längerer Zeit über die Frage von Demokratie und Wertevermittlung im Kontext von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache nachdenke und hierüber Texte veröffentlicht habe. Anlass hierfür war für mich das Orientierungskurs-Curriculum, in dem explizit die Vermittlung demokratischer Grundwerte gefordert wird. Als DATSler sind wir mithin, ob wir wollen oder nicht, mit dem gesellschaftlichen Auftrag konfrontiert, einen normativ orientierten Unterricht, zumindest im Orientierungskurs, letztlich aber auch im Integrationskurs und natürlich auch in schulischen Zusammenhängen bereitzustellen. Nur folgerichtig ist es daher, dass etwa Klaus Altmaier jüngst eine Grundsatzdebatte innerhalb der Wissenschaft Deutsch als Fremd- und Zweitsprache über die übergeordneten normativen Fragen nach dem grundsätzlichen Sinn und Zweck des Lehrens und Lernens der Fremd- oder Zweitsprache Deutsch gefordert hat. Vor diesem Hintergrund scheint es mir an der Zeit, dass wir uns innerhalb des Faches einmal grundsätzlich die Frage stellen, wie verhalten wir uns überhaupt zu der Forderung nach Wertevermittlung? Soll der Fremdsprachenunterricht eine normative Orientierung haben? Und wenn ja, wie sieht diese normative Orientierung aus? Was ist mit dem landeskundlich-kulturbezogenen Bereich des Faches, um den es hier vor allem gehen soll? Wollen wir kulturbezogene Inhalte normativ unterrichten oder schrecken wir davor zurück, weil wir Angst haben, Zwang und Manipulation auszuüben? Machen wir in Bezug auf den Aspekt des normativen Lernens Unterschiede zwischen dem DAF und dem DATS-Bereich? Und zuletzt, wie stehen wir überhaupt zur Frage der Werte? Ich kann diese Fragen im Rahmen meines Vortrags nicht ausführlich diskutieren. Ich will aber dennoch ganz kurz meine Position in diesem Zusammenhang skizzieren. Grundsätzlich oder erstens, grundsätzlich ist zu sagen, dass Unterrichtsprozesse immer schon eine normative Dimension besitzen. In den Regeln und Formen des Unterrichts, in den Inhalten und Übungsformen, in den Verhaltensroutinen von Lehrkräften und den erwünschten Verhaltensweisen von Lernenden manifestieren sich immer schon Normen und Werte. Zweitens, ich glaube, dass im Hinblick auf die normative Orientierung von kulturbezogenen Unterrichtsformen ein Unterschied zwischen Deutsch als Fremd- und Deutsch als Zweitsprache gemacht werden muss. Und zwar in erster Linie, weil die beiden Kontexte unterschiedlich sind. Erstens im Hinblick auf ihre Lern- und Unterrichtsziele und zweitens im Hinblick auf die soziale Situation und das Interesse der Lernenden. Handelt es sich bei ersteren primär um Personen, für die der Erwerb der deutschen Sprache und das Verstehen der deutschen Kultur und Gesellschaft keine existenzielle Notwendigkeit darstellen. So geht es bei Letzteren um Lernerinnen, die das Ziel haben, dauerhaft in der bundesdeutschen Gesellschaft zu leben, für die also die Frage gelungener oder misslungener Integration bis zu einem gewissen Grad eine lebensentscheidende Bedeutung hat. DATS-Lernende können oft nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren. Sie sind darauf angewiesen, dass Deutschland ihnen eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung erteilt oder ihnen die Staatsbürgerschaft verleiht. Diese Faktoren führen zu dem, was ich die besondere Vulnerabilität, die besondere Vulnerabilität der DATS-Lernenden nenne, die aufgrund ihrer marginalisierten gesellschaftlichen Positionierung in einem prinzipiellen Sinne potenzielle Opfer von Stigmatisierungen und kulturalistischen oder rassistischen Zuschreibungen sind, die es so bei DAF-Lernenden nicht gibt.
oder weniger gibt. Drittens, vor diesem Hintergrund ist ein herkömmlicher Landeskundeunterricht im Kontext von DATS nicht unproblematisch, denn er tendiert dazu, die Aneignung der in diesem Unterricht vermittelten, immer selektiv ausgewählten kulturellen Inhalte als Voraussetzung für die angestrebte Integration zu begreifen, in ihnen also zu übernehmende Kulturformen zu sehen. Anders gesagt, kulturelle Inhalte bzw. das, was als deutsche Kultur im Unterricht vermittelt wird, gewinnt in solchen Kontexten tendenziell einen leitkulturellen Charakter und avanciert damit zur Chiffre von Normalität, während kulturelle Andersheit, das heißt das, was dieser vermeintlichen kulturellen Normalität nicht entspricht, in den Verdacht von Abweichung, Devianz oder Anomalie gerät. In einer multikulturellen oder postmigrantischen Gesellschaft kann es aber per Definitionem keine kulturelle Normalität, keine Leitkultur bzw. kein kulturelles Zentrum mehr geben. Ein solches ist durch die Tatsache der Migration ebenso wie durch die Pluralisierung sozialer Milieus und Lebensstile in einer sich immer stärker ausdifferenzierenden globalisierten Spät- oder Postmoderne schlicht zur Unmöglichkeit geworden. Leitkultur ist in einer multikulturellen Gesellschaft mithin ein Widerspruch in sich selbst. Viertens. Dementsprechend plädiert etwa Sascha Lobo dafür, den unglücklichen Ballast der Leitkultur abzuwerfen und sich auf Leitwerte zu konzentrieren. Denn darum, so Lobo, geht es bei der Integration. Wer Leitkultur sagt, will Unterordnung statt Integration. Leitwerte dagegen sind, anders als diffuse Kulturbegriffe, sehr präzise benennbar. Es handelt sich um die liberalen Regeln der liberalen Demokratie, die als solche die unabdingbare Voraussetzung dafür sind, dass eine multikulturelle Gesellschaft überhaupt funktionieren kann. Kulturelle Pluralität nämlich beruht in einem ganz prinzipiellen Sinn auf der Akzeptanz der grundlegenden politischen Leitwerte liberaler Demokratien, die eben diese angesprochene kulturelle Pluralität allererst ermöglichen. Insofern glaube ich, sollten wir in integrationspolitischen Zusammenhängen nicht mehr von kultureller Identität, sehr wohl können wir aber von politischer Identität sprechen und wir sollten wohl auch weniger von landeskundlich kulturbezogenem Lernen als vielmehr von politischem Lernen sprechen. Ich komme zu den didaktischen Prinzipien und das erste Prinzip ist das Prinzip des Modelllernens. Die Lehrperson, dies hat 2016 eine von mir befragte Orientierungskurslehrerin geäußert, ist häufig die einzige Brücke zur deutschen Gesellschaft und somit Wissensvermittlerin, soziale Bezugsperson, Therapeutin und Repräsentantin des Aufnahmelands in einem. Die Lehrperson hat diese besondere Bedeutung vor allem für Geflüchtete, die, ich zitiere weiter, zu 90% in Containern oder Betriebsunterkünften leben und dort, außer zu ehrenamtlichen Helferinnen und Amtspersonen, kaum Kontakt zu Deutschen haben. Es ist an dieser Stelle wichtig, sich vor Augen zu führen, dass trotz der Fokussierung auf Fragen der Didaktik und Methodik, die die gegenwärtige Pädagogik und auch unser Fach prägt, doch eigentlich lange bekannt ist, dass der entscheidende Faktor im Hinblick auf erfolgreiche Lernprozesse der Lehrende ist. Ich sage nur das Stichwort James Hattie. Diese herausragende Rolle von Lehrpersonen gilt in besonderer Weise für den Bereich des normativen Lernens. Denn Lehrerinnen, die normative Lernprozesse zu initiieren suchen, sind immer, ob gewollt oder ungewollt, Modelle, an denen sich die Lernenden orientieren. Dass soziales Verhalten oder normative Einstellungen durch Beobachtung und Nachahmung bzw. durch Identifikation mit einem als vorbildhaft erlebten Modell angeeignet wird, hat vor allem Albert Bandura im Rahmen seiner sozialkognitiven Theorie nachgewiesen. Aber natürlich ist die Vorstellung, dass Lernen durch Anschauung oder Imitation geschieht, viel älter.
Schon bei Platon und Aristoteles gibt es im Kontext des Mimesis-Diskurses diese Vorstellung, wobei Mimesis nicht bloß das Kopieren meint, sondern eine produktive Form der Aneignung im Sinne eines sich Anähnelns, eines anderen Menschen ähnlich Werdens über Abdrücke seines Handelns und Verhaltens, das heißt über die Wahrnehmung bestimmter Bilder und Schemata, die man nicht ohne individuelle Modifikationen inkorporiert. Bandura hat diesen Prozess der Nachahmung Modelllernen genannt, ein Vorgang, der nach Bandura auf drei Phasen basiert: einer Aneignungs- oder Beobachtungsphase, einer Phase der Transformation mentaler Schemata und einer Ausführungsphase. Drei zusätzliche Aspekte sind von Bedeutung. Erstens werden vor allem solche Personen vom Lernenden beobachtet und nachgeahmt, die über einen hohen sozialen Status verfügen. Eine Voraussetzung, die so bei Orientierungslehrkräften leider nicht gegeben ist, weshalb eine Aufwertung dieses Berufsstandes nicht nur aus sozialen, sondern explizit auch aus pädagogischen Gründen sinnvoll wäre. Denn laut Bandura gehören Status der Lehrperson und Lernerfolg des Lernenden eng zusammen. Zweitens ist es für nachahmendes Lernen besonders förderlich, wenn der Nachahmende die Beziehung zum Modell als emotional positiv erlebt. Lehrpersonen, die normative Lernprozesse initiieren wollen, müssen also gerade auf eine solche emotional positive, vertrauensvolle Beziehung zu den Lernenden großen Wert legen. Denn Wertebildung ist ein prinzipiell von Emotionen und Affekten begleiteter Prozess. Die Lehrkräfte müssen drittens auch selbst einen normativen Kompass besitzen, um als normative Modelle fungieren zu können, weshalb es Lehrpersonen in Orientierungskursen unabdingbar ist, für sich selbst wertebezogene Reflexions- und Klärungsprozesse durchzuführen, um sich über die eigenen normativen Präferenzen innerhalb des grundgesetzlichen Werterahmens im Klaren zu sein. Nur wer selbst bis zu einem gewissen Grad orientiert ist, kann andere orientieren. Ich komme zum zweiten Prinzip, demokratische Partizipation. Häufig wird davon ausgegangen, dass im Kontext pädagogischer Prozesse ausschließlich der Unterricht, also das, was innerhalb eines Kurses passiert, von Bedeutung ist, während die Unterrichtskontexte bzw. der institutionelle Rahmen keinerlei Rolle spielen. Ein solches Verständnis von pädagogischen und zumal von wertepädagogischen Lernprozessen ist aber in höchstem Maße kurzsichtig. Denn Werte sind nur dann glaubwürdig und können auch nur dann glaubwürdig vertreten und vermittelt werden, wenn sie auch tatsächlich von denen, die sie vermitteln, beachtet und vorgelebt werden und wenn auch die institutionellen Kontexte dementsprechend aussehen. In diesem Zusammenhang bedeutet das, Demokratisierung darf nicht nur ein öffentlichkeitswirksames Schlagwort sein, sie muss auch praktiziert werden. Nicht nur im virtuellen Rahmen des Unterrichts, sondern auch im realen, gesellschaftlich-institutionellen Umfeld der Lernenden. Dies korreliert mit einer grundlegenden Erkenntnis der Moralpsychologie, wie sie vor allem von Lawrence Kohlberg formuliert wurde. Nämlich, dass moralisches Handeln und Entscheiden nur im Kontext der gesellschaftlichen Praxis gelernt werden kann. Kohlberg hat in diesem Zusammenhang das Konzept der Just Community, der gerechten Schulgemeinschaft, entwickelt, in dem es darum geht, normative Lernprozesse durch die Demokratisierung der Institution Schule zu fördern. Der Kerngedanke dieses Konzepts besteht darin, dass moralisches Urteilsvermögen und die Bereitschaft zu demokratischem Handeln durch die Auseinandersetzung mit realen schulischen Problemen und Konflikten entwickelt und gefördert werden kann. Schule, aber auch andere Bildungseinrichtungen sind demnach Orte, an denen die Lernenden durch die verantwortliche Teilnahme an realen Gerechtigkeitsdiskursen und Praktiken und damit eben auf der Basis konkreter sozialer Erfahrungen Formen
der partizipatorisch-demokratischen Mitwirkung an den Prozessen des gesellschaftlichen Zusammenlebens einüben und entfalten können. Just Community-Schulen sind daher Institutionen, die auf die Demokratisierung ihrer eigenen Strukturen und Prozesse zielen und die daher Demokratisierung als ihr zentrales Bewegungsprinzip begreifen. Man sieht, wie weitgehend Kohlbergs Konzept ist, in welchem Maße es ernst macht, mit dem Prinzip der Demokratie als Ausgangspunkt für ein über Formen der gesellschaftlichen Partizipation zu entwickelndes Wertebewusstsein. So radikal dieses Konzept ist, ich fürchte, viel billiger ist jene mündige Staatsbürgerin nicht zu haben, die in den Sonntagsreden unserer Politiker und Politikerinnen immer wieder als Zielvorstellung politischer Bildung postuliert wird, die sich aber in den autoritativen und hierarchischen Strukturen der sozialen und institutionellen Wirklichkeit, in der wir uns bewegen, seien wir ehrlich, nur schwerlich zu entfalten vermag. Ich komme zum dritten Prinzip, das Prinzip der Perturbation. Deutungsbezogene, ebenso wie im engeren Sinne normative Lernprozesse, darauf hat vor allem die konstruktivistische Erwachsenenpädagogik und in unserem Fach Klaus Altmaier hingewiesen, gehen sehr häufig von Irritationen oder, um es mit Piaget zu sagen, von Perturbationen etablierter Deutungsmuster aus. Lernen meint in dieser Perspektive die Transformation von gewachsenen Deutungsmustern, wobei dieser Transformationsprozess nach konstruktivistischer Auffassung von den Lehrenden über spezifische Interventionen, also über den Einsatz von Techniken der Irritation, durch die Inszenierung von unvertrauten und überraschenden Situationen oder durch Formen kalkulierter Provokation initiiert werden soll. Auch viele Ansätze der traditionellen Wertepädagogik machen sich die Irritation gewachsener Deutungsmuster zunutze. Ich nenne nur das Konzept der Dilemma-Diskussion. Ich führe es an dieser Stelle nicht aus. Sieht man einmal von diesem Modell der Dilemma-Diskussion ab, wenn man das konstruktivistische Konzept der Perturbation ernst nimmt, dann drängt sich vor allem eine Frage auf, nämlich die Frage nach dem Grad der Perturbation, den zu Lernzwecken herbeizuführen sinnvoll und opportun ist. Denn ist das Maß der Perturbation zu niedrig, stimuliert es keine Lernprozesse. Ist es zu hoch, kommt es zu Widerständen und Abwehrhaltungen. Sichtbar wird diese Problematik zum Beispiel an einem Integrationsfilm aus den Niederlanden, der dort Teil des Selbstlernpakets ist, mit dem sich Migrantinnen schon vor der Einreise in die Niederlande auf den dortigen Einbürgerungstest vorbereiten können. Der Film Coming to the Netherlands, der den Migrantinnen die liberalen Werte der niederländischen Gesellschaft vor Augen führen soll, zeigt unter anderem eine Szene, in der sich ein schwules Paar küsst und eine andere mit einer Frau am Strand oben ohne. In den Niederlanden wurde dieser Film kontrovers diskutiert. Schwulenverbände verteidigten die schwulen Szenen, christliche Vertreterinnen warnten davor, dass der Film Streit, vor allem mit den niederländischen Musliminnen, hervorrufen würde und meinten, das sei kein guter Weg, mögliche neue Mitbürgerinnen in den Niederlanden willkommen zu heißen. Wie weit also kann man in Sachen Perturbation gehen, wenn man normative Lernprozesse auslösen will? Kann man zum Beispiel einen Rosa von Braunheim oder einen Monika Treut-Film zeigen? Führt das zu produktiven Deutungsmustertransformationen? Oder ist dies letzten Endes kontraproduktiv? Verletzt dies möglicherweise religiöse Gefühle? Verstößt dies vielleicht sogar gegen den Blasphemieparagraphen? Sind also solche Perturbationen erlaubt oder auch nur wünschenswert? Kurz, wie weit darf man bei der Perturbation gehen? Dies ist eine Frage, die wir uns gerade im politik- und kulturbezogenen Bereich von DAF und DAZ dringend stellen sollten. Ich komme zum vierten Element, Prinzip, Performativität.
Normative Lernprozesse sind in wesentlich höherem Maße affektbesetzt als rein diskursive. Denn es geht in ihrem Rahmen immer auch um kulturelle Sinn- und Wertorientierungen, die in den meisten Fällen eng mit der Identität der Lernenden verknüpft sind. Zudem sind diese kulturellen Sinn- und Wertorientierungen in Integrationskontexten in Teilen zustimmungspflichtig und können nicht einfach zurückgewiesen werden. Im Normalfall ist die Zustimmung zu kulturellen Werten weitgehend unproblematisch, denn diese werden von den heranwachsenden Individuen im Verlauf ihrer Sozialisationsprozesse sukzessive psychisch internalisiert und in die emotional affektiven Kapazitäten der Persönlichkeitsstruktur integriert. Wenn eine solche Werteübernahme aber wie im Falle mancher Integrationsprozesse gewissermaßen nachträglich geleistet werden muss, dann ist sie häufig mit mehr oder weniger affektintensiven Prozessen der Identitätstransformation verknüpft. Denn den neuen, noch nicht verinnerlichten normativen Orientierungen müssen dann alte, tief in der Persönlichkeitsstruktur verankerte Orientierungen weichen. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass man dann, wenn man explizit normative Lernprozesse in Gang setzen will, dies nicht nur auf kognitivem Wege tun kann. Es bedarf vielmehr einer affektorientierten Didaktik und damit erfahrungsorientierte bzw. performative Lernformen, wie sie von Exkursionen ebenso wie von spielerischen und theatralen Modellen bereitgestellt werden. Denn es geht im Kontext des normativen Lernens niemals nur um kognitives Wissen, sondern immer um Identitätsfragen und damit um die Transformation stark affektiv besetzter Persönlichkeitsanteile. Wichtig ist dabei, dass die von solchen performativ erfahrungsorientierten didaktischen Formen in Gang gesetzten affektiven Prozesse immer der Reflexion zugänglich gemacht werden müssen. Mit anderen Worten, performatives Lernen darf kognitive Zugänge und Lernformen nicht ausschließen. Es gilt vielmehr, beide zu verbinden. Ich komme zum Abschluss. Demokratiepädagogik. Wenn man einen wertebezogenen Unterricht im Kontext von Deutsch als Zweitsprache so konzipiert, wie ich dies hier versucht habe, dann liegt es nahe, sich auf einen Ansatz zu beziehen, der in den Diskursen der politischen Bildung in den letzten Jahren eine immer weitere Verbreitung gefunden hat, nämlich den Ansatz der Demokratiepädagogik. Dieser Ansatz, der vor allem auf John Dewey rekurriert, zielt darauf, Bildungsprozesse demokratisch zu gestalten und die Demokratie als anerkannte staatliche Regierungsweise sowie umfassender als demokratisches Zusammenleben im Sinne einer Demokratie als Lebensform zu fördern. Übergeordnetes Lernziel demokratiepädagogischer Praxis ist dementsprechend nicht, wie Altmaier dies für den kulturbezogenen DAF-Bereich postuliert, Diskursfähigkeit, sondern Demokratiefähigkeit, womit eine Kompetenz bezeichnet wird, die den Vertreterinnen der Demokratiepädagogik zufolge mindestens drei Dimensionen besitzt: eine kognitive Dimension des politischen Wissens, eine affektiv-motivationale Dimension politischer Identität und eine dritte behaviorale Dimension, die sich auf demokratisches Verhalten bezieht. Demokratiepädagogik richtet sich nicht speziell an Migrantinnen. Sie fasst genau genommen keine spezifische Zielgruppe ins Auge. Sie kann aber durch vielfältige Justierungen und Adaptionen auf abgrenzbare Zielgruppen und damit auch auf migrantische Bedarfe hin orientiert werden. Etwa auch durch sprachdidaktische Justierungen. Dementsprechend lassen sich demokratiepädagogische Herangehensweisen auf unproblematische Weise mit den berechtigten Postulaten der Migrationspädagogik und des Postkolonialismus in Einklang bringen, exkludierende, kulturalisierende und rassifizierende Diskurse und Praxen in Integrationskontexten zu vermeiden.
Denn nicht nur ist die Demokratiepädagogik adressatenoffen, sie ist zudem nicht in erster Linie kulturell dimensioniert und übt mithin auch keinen offenen oder versteckten kulturellen Assimilationsdruck aus. Stattdessen folgt sie universalistischen Werten von Demokratie und Menschenrechten und ist daher mit den Prämissen einer dezidiert multikulturellen Gesellschaft nicht nur vereinbar, sondern bildet als ein Instrument zur Erzeugung von Demokratiefähigkeit letztlich nichts weniger als eine ihrer Funktionsgrundlagen. So gesehen scheint mir, und damit will ich schließen, dass eine Ausrichtung sowohl an den inhaltlichen wie auch an den didaktisch-methodischen Prinzipien der Demokratiepädagogik ein gangbarer und vielversprechender Weg für den politisch-kulturellen Bereich von Deutsch als Zweitsprache sein könnte, auch wenn dieser sich auf diese Weise von den Inhalten und Lernzielen des Bereichs Deutsch als Fremdsprache tendenziell entfernt. Ich weiß, dies ist kontroversiell. Ich hoffe aber, ich konnte in diesem Vortrag darlegen, dass es dafür triftige Gründe gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.